Da ist das abgebrannte Haus. Und jetzt ist es weg. Ungefähr so kann irgendwann unsere ganze Stadt aussehen. Denn das ist jetzt die vorletzte Folge, bis wir bei Staffelende sind. Und zwar Folge 21. Way, hi Leute. Folge 22 sind wir, 21 war die Doppelfolge. 22, oh mein Gott, sind wir in der vorletzten Folge. War das nicht ein vor zu viel? Vorletzten? Die vorletzte ist 24, die vorvorletzte. Seht ihr Leute, ich lösche mir einfach noch ein vor, ich lösche mir einfach noch ein vor in die Tasche. Es sind drei vor, stimmt. Es sind drei vorletzte Folge, bevor die Staffel dann endgültig vorbei zu viel, ist. Auf alle Fälle zu viele Fors gerade in innerhalb weniger Sekunden. Vorweg wollen wir euch sagen, dass es die vorletzten Folgen sind. Und dann sind wir fort. Nee, so stimmt nicht. Erstmal sind wir dann fort mit SimCity. Und Leute, die sind wahrscheinlich, wir müssen ja echt zugeben, wir merken ja selbst, die sind nicht mehr so spannend, die Folgen, weil wir gerade nicht wissen, was wir machen sollen. Weil oder wie Giovanni Trabatoni zu sagen pflegen wollte, Wir haben fertig. Und ich setze jetzt mal hier auf Gepardentempo. Weil Gepardentempo, der Krankenwagen von die Tanzschule kommt mit Blaulicht zur Hilfe. Ja, was mache ich hier jetzt noch? Das ist Metallzentrale. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. So, halt. Ich mache einfach, weil ich schon mal also in der Doppelfolge angekündigt habe, ich zeige euch mal jetzt hier ein bisschen mal die City. Die Deutsch City. Ach, hast du jetzt deutsche Gebäude? Ja, hatte ich ja auch in der Special-Folge schon gezeigt. Stimmt, da war ja was. Und ich slide jetzt hier mal durch meine Straßen. Also, wir machen jetzt mal eine kleine Stadtrundfahrt. Mal etwas anderes, als das wir sonst machen, während lautes Piepen und Grölen von den Fahrzeugen da ist. Gucken, können wir noch näher ran? Oh ja, das sieht so aus, als wären wir jetzt hier voll in der Kamera. Da vorne rechts sehen Sie ein Gebäude im Aufbau. Es hat momentan einen Status von 61% des Baus und entwickelt sich zur zweiten Gehaltsstufe. Auf der linken sehen Sie ein reines Wassergebäude, was reines Wasser transportiert. Was? Ja, das, da steht drauf. Hast du noch nie auf die Wasserdinger geguckt? Reines Wasser. Da steht reines Wasser drauf. Stimmt. Und wir haben knapp 10.000 Miese. Wuhu. So, jetzt schwenken wir mal hier in diese Straße rein. Was hast du? Fast 10.000 Miese? Fast minus 10.000, ja, minus 8.93. Jetzt haben wir auch gerade gesehen, dass sich ein Gebäude entwickelt. So, ich versuche jetzt mal die Strecke so zu fahren, dass wir wieder ins Industriegebiet fahren. Weil hier ist die Brücke. Und da kommt ein Schiff angefahren. Und wir glitschen einfach durch die Brücke durch. Auch geil. Ja, sowieso. Ich glitsche jetzt hier voll durch die Brücke. Das ist hier gerade mehr eher so eine Stadtrundfahrt als sonst was. Und ich sehe gerade, meine Leute haben einen anderen Meckergrund. Vorher haben sie ja protestiert vor der Bürgermeisterwelle wegen zu niedrigen Grundstückspreisen angeblich. Jetzt protestieren sie zu viele Keime. Oh, hier ist richtig weit los an der Bushalte im Industriehof. Im Industriegebiet, so ist das richtig im Industriehof. Dachte mein Spielhalle macht jeden Tag 7.442 Gewinn. Läuft. So, jetzt kommen wir hier gleich am Handelszentrum mal vorbei. Ne, Leute? Metallzentrale, weiter Arbeit. Handelszentrum. So, was haben wir noch hier? Low-Tech-Fabrik. Was denn jetzt? Ich bin nur mit 468 im Plus. Was geht denn jetzt schief? Ey, ich habe nur minus 4371 im Minus. Oho. Achso, der baut sich gerade wieder was aus, um weg und fort. Achso, alles klar. Sei froh, du hast wenigstens noch Plus. Also ich finde diese Stadtrundfahrt gerade echt mal angenehm. Ich bin gerade von plus 400 auf minus 400. Ich finde die Stadtrundfahrt echt mal angenehm. Da seht ihr links jetzt die Pumpen der Ölindustrie. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, so ein kleines Minus scherben, ich habe 2,5 Millionen, 7 Millionen, soll es nicht scheitern drin. Ja, ich habe auch 1,5 jetzt. 1,5 Millionen knapp. Und wieder leicht im Plus. Da wollen wir uns ja nicht anstellen. Ne? So, jetzt zoome ich ein bisschen immer dieses durch die Brücke glitschen. Wir fahren jetzt einfach an der Brücke rechts vorbei. Und dann magischerweise wieder auf der Straße. Apropos, was wir noch machen wollen. Ich habe ja bei Doppelfolge schon angekündigt, dass ich jetzt in Season 1 Sätzen verfolgen noch zeigen will, von wegen hier Metall-Erzweiterverarbeitung. Wollte ich sagen, bevor ich den ganzen Scheiß hier baue, das hebe ich mir dann für meine Folge auf. Ja, hättest du auch einfach machen können. Hättest du es nicht nochmal jetzt extra... Das macht ja keinen Sinn, wenn du die Metallweiterverarbeitung zeigst und dann kein Mensch es sieht, ne? So, ich wollte nur noch mal extra ankündigen. Ich glaube, meine Stadtrundfahrt lasse ich hier am Brandenburger Tor enden, damit wir auch endlich mal was zu tun haben, weil das waren jetzt ungefähr 4 Minuten nichts zu tun.
4 bis 5 Minütchen. Doch, und, so viel? Ah, ich habe meine Standard minus 5643 wieder. Geht doch, geht doch. Ich hab minus 397. So, wir gucken uns jetzt mal ganz kurz hier ganz gechillt an, wie denn unsere Wertstufen von unseren Gegenden sind. Die Karte kennt ihr jetzt auch schon zu Genüge. Da seht ihr, das Dunkelgrüne ist sehr positiv. Das entwickelt sich gerne weiter. Bis zum Roten, was so gar kein Bock also für, hat, zu also für mich ist das, für mich ist das dunkel Türkis. Es ist dunkler als der Rest. Und jetzt gucken wir mal, wir machen jetzt hier noch irgendwie. Ich meine, ich bin eh minus. Hey, da kann ich auch ein paar. Ach nee, ich glaube, wir müssen uns sitzen. Das ist so schlimm, es macht so wenig Sinn, jetzt irgendwie noch was zu bauen. Es ist. Sinn oder keinen Sinn? Das ist ja die Frage. Die Straßenbahn kennt ihr zwar, aber die lasse ich mir trotzdem für die nächste Staffel übrig. Ja, definitiv. Weil so eine Straßenbahn, die ist lustig. Und da müssen wir auch mal zusehen, dass einer von uns beiden am Platz ist in Sachen. Oder einer von uns, je nachdem, ob die beiden anderen auch mitmachen wollen, sich am Platz ist für den Flughafen. Ja, Flughafen. Flughafen ist ja das. Und zwar nicht der Berliner Flughafen, der nicht fertig wird. Nee, dann schon einer, der gepflanzt wird. Und dann ist er fertig. Ready for Takeoff und so. Ja, mal gucken. Ich habe hier immer noch meine Wasserpumpe. Die hat jetzt plötzlich wieder für 8 Monate Wasser. Deine Pumpstation? Ja, Wasser unter dem Gold hat jetzt plötzlich Vorrat für 7 Monate und meine Links daneben für 51. Das ist, wie gesagt, das ist je nachdem, wie viel gerade gefordert wird. Und weniger gefordert wird, steigt das automatisch. Also von daher scheine ich gerade Glück zu haben. Wir können ja nochmal die Bürgermeister wieder gerade abchecken. Da scheint aber auch meine Sympathie jetzt nicht so zu sein, dass ich mich weiterentwickeln könnte. Bei mir genauso. Ich bräuchte 85% Sympathie zum Weiterentwickeln. Ich habe 84% Sympathierate. Wie viel habe ich denn? Ich habe nur noch 77. Bei mir sinkt vom Gewerbegebiet und von der Industrie sinkt gerade rapide die Sympathie. Ich könnte natürlich jetzt hier die Steuern runterziehen. Moment, ja, treff, was? Betrug, wir haben warte ganz kurz, warte. Ich habe hier gerade Betrug 40 Symbionts. Betrug? Ja, 40, minus neue Transaktionen, minus 40 Symbionts im Oktober Jahr 3 habe ich 40 Symbionts Betrug abgezogen bekommen. What? Ach, deshalb sind die Zufriedenheit, weil da irgendwie verlassene Gebäude stehen. Alles klar. Ja, die habe ich gerade wieder abgerissen. Aber jetzt sind schon wieder 3. Ich würde gerne mal wissen, warum. Das damit ist du kaputt. Fragen kannst. Oh, radioaktive Strahlung? What? Radio. Ach, mein Meteorit. Seit wann bringen Meteoriten radioaktive Strahlung? Ich habe keine Ahnung, aber sie tun es anscheinend. Ich wollte dich gerade schon fragen, was der Atomkraftwerk. Das ist auch lustig. Also, liebe Kinder, Meteoriten machen eine radioaktive Strahlung. Wieder was dazu genannt. Warum auch nicht, ne? So, dann reißen wir da einfach mal die Gebiete ab, weil das macht ja keinen Sinn, dann da irgendwas zu halten. Ich kann da ja was hinsetzen, was zwangsläufig da bleiben muss, oder in der Hoffnung, dass es da bleibt. Das Problem ist einfach Boss, mal aus. Baust ein Krankenhaus hin. Genau, irgendwie sowas in die Richtung habe ich schon mal 7 Tote pro Tag, da kann ich doch mal ein Krankenhaus aufbauen, ne? 7 Tote hast du? Ich hab 0. So, gucken, wann der Laden Licht macht wegen radioaktiver Strahlung. Ich habe irgendwie eindeutig zu viele Gewerbegebiete. Das ist nicht gut. Das meinst du nur. Nee, weil sich endlich entschließen, hier von wegen zu wenig Kunden. So, Krankenwagen Deluxe rausgeballert. Ach komm, ich wollte mal sagen, das eine Gebiet hier reißen wir mal komplett weg hier. Ein Gewerbegebiet und machen ein Wohngebiet raus. Das ist doch ein Wort, oder? Ja, wir können ja jetzt eh ein bisschen rumspielen. Das ist ja schöner. Nicht, dass wir sonst nicht spielen würden in unserem Spiel. Also ihr wisst schon, was ich meine. So. Dann gucken wir mal weiter. So, das kommt. Oh, ich kann schon wieder eine Veranstaltung planen. Ich finde, ich halte mich hier nur übers Wasser mit meinen Veranstaltungen. Ne? Ja, was denkst du, was für mich gerade ist? Ich erhalte Casino, Casino, Casino. Nee, Casino und Exporter. Ja, genau, die habe ich auch noch. Ah. Oh, ach, scheiß aufs Kurosawa Kino 7. Weg damit. 4322 Passagiere pro Tag. Was? So, genau, ich wollte nochmal in die Regionalübersicht, weil ich etwas machen wollte. Aus Spaß du wolltest Freude. Etwas machen. Genau. Du wolltest was machen? Genau, ich wollte etwas aus Spaß und Freude machen. So, das wäre alles. Das ist nicht der Plan. So. So. Ach, ja. Der Menschenfreund. Der Menschenfreund? Ich hatte gerade 200.000 geschickt.
Oh. Jetzt kannst du mir die Prismen zurückschicken, hast du auch den Mensch freut. Ihr seht uns also, wir tricksen jetzt hier gerade ein bisschen, damit ihr ein bisschen Unterhaltung habt. Minus 1500. So. Dann, wie war denn das Geschenke, gell? Genau, du gehst auf die Regionalansicht, dann klickst du automatisch bis auf Geldgeschenke, damit du auf meine Stadt klickst. Und wir könnten den Bau starten vom, von der Arkologie, was uns aber nichts mehr bringt, Leute, weil diese Landschaft. Wir können aus Spaß ja einfach mal anfangen zu bauen, damit ihr seht, wie es aussehen würde. Was hältst du denn davon? Arkologie? Ja, einfach aus Spaß einfach mal anfangen. Soll ich starten oder machst du? Ich klicke jetzt einfach. Spaß in der Freude. Okay. Standort für Großprojekte. Drohen die Finanzprobleme? Sag an. Danke. So, Anwendung wird verarbeitet. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Wir setzen sie in Kenntnis, wenn die Genehmigung erteilt wurde. So, das hat mich jetzt 1 Million gekostet. Wie viel hast du noch? 196.000. Ja, hätte ich 1 Million ausgegeben, hätte ich jetzt noch 1,4 Millionen. Ja, du kannst ja noch die Million rüberschicken. Da hast du ja auch eh automatisch Menschenfreund. Ich hab dir schon 200.000 geschickt, das muss reichen. So, also du hast mir nur Geld zurückgeschickt, ich hab sowas, nennt sich Nächstenliebe. So, ich schick dir mal einfach aus Spaß drei Feuerwehrwagen. Ach komm, 2 Feuerwagen schick ich auch noch, dann kriegst du 3 Krankenwagen, 2 Feuerwagen und ach komm, noch 2 Polizeiwagen. Und von der Müllabfuhr schick ich dir dann auch nochmal hier. Du willst ja nur mein Geld haben. Ah, jetzt weiß ich, warum mein Müll so Probleme hat, weil ich die ganze Zeit 2 schicke, das macht das. Ja, jetzt schicke ich dir natürlich noch Werkstoffsammelwagen, um dich zu ärgern. Ich könnte natürlich jetzt, ich könnte jetzt natürlich noch fieser sein, die in mein Abwasser schenken. Ich meine, ich krieg da 2 Geld, aber... Da schenke ich es dir zurück. So. gewieft, ja. Kämpft gegen die Windmühlen der Bürokratie. Baugenehmigung abgegeben. Kämpft gegen die Windmühlen der Demokratie? Der Bürokratie. So, ja, da müssen wir jetzt warten. Dann habt ihr aber mal vielleicht noch ein bisschen was anderes gesehen als sonst. Unglaublich, aber wahr. Und ja, zurück in der City. Was mich sehr erfreut, hier meckert keiner bei mir von wegen. Also nicht krass irgendwie. Keime in der Luft. Was? Ich habe keine Keime in der Luftmeckerei momentan gerade. Es wundert mich ein wenig. Da bist aber du besser als ich. Wir können ja mal gucken. Also ich habe schon bestimmt Keime in der Luft, bloß nervt die keiner. Keine nervenden Keime, verstehst du? Minus 2400 läuft. Man merkt bei mir, der Städteumbau ist im vollen Gange, minus 2100. So, ich muss mal gucken. Jetzt Veranstaltung für morgen geplant. Genauso mein Global Theater. Handelstransaktionsbericht des Monats. Was hat er mein Gott, ich habe tatsächlich. Oh Moment, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich mein Handelszentrum updaten kann. Toll, du hast doch gerade die Arkologie gestartet, gell? Ja. Wir fragen so gerade an der Universität an, ob wir nicht irgendwann als Gemeinschaftsprojekt das Solarkraftwerk starten könnten. Das sag ich nur, nein, danke. Nein, können wir leider nicht, nein. So, was nützt mich, dass jetzt, sag ich mal, ein Handelszentrum ausgebaut habe, Ginderlin? Ganz einfach, ich könnte jetzt eine Rohölabteilung bauen, was natürlich in meinem Fall sehr sinnvoll wäre. Eine Metallabteilung oder eine Elektronikabteilung. Da ich weder 200.000 Simoleon noch gerade 400.000 will, schweige denn die 500.000 habe, bauen wir das gar nicht. Sind meine 200.000 noch nicht angekommen? Nee, die sind noch nicht angekommen. Waren meine denn schon da? Ja. Siehst du? Dann ist das ein Null-Effekt später. So, was haben wir denn jetzt davon? Wir können ja mal auf die Ausbildungskarte noch gucken, wie sich unsere Landsleute... Ausbildungskarte, sowas gibt's? Ja, wenn du auf die Polizei klickst, hast du neben der Polizei Verbrecherkarte, die relativ hoch... Was meine Polizei? Ist, auch da hinten. Kannst du dann nämlich noch die Ausbildungskarte gucken. Da siehst du nämlich, wer nicht angemeldet ist und wer angemeldet ist. Und ein Großteil von mir ist leider nicht angemeldet. Ach da, die Ausbildungskarte? Genau. Ja, bei mir ist bis auf ein Haus, was nicht angemeldet ist, ist bei mir alles grün und hellgrün. Na dann. Läuft. Du hast die kleine Uni-Stadt gebaut, ne? Ja. Ja. Als Klugscheißer. Und ich bin wieder im Plus mit 200, mit 425. Ich bin im Minus der, mit 9327. Hat dieser groß... Okay, jetzt wieder was kaputtes. So, ich lösche jetzt mal hier kurz das blaue Ding, weil durch die Radioaktivität... Simleons ja eh als Geschenk von Firefox und Mönchenfoxbach erhalten. Ja, dann sind die schon mal angekommen. Das heißt, du hast jetzt 200.000... Oh, guck mal, meine Häuser haben jetzt auch Solarzellen, wie du es mir auch gesagt hast. Also, die haben es jetzt auch einfach angebracht.
Auch die deutschen Häuser, die sieht sehr lustig dabei mit Austern. War hier voll. Ich finde das cool, dass hier seht ihr die SimCity Großstadt-Problematik. Staus, wo man geht und steht und die Polizei weder die Krankenwagen werden durchgelassen, mit Sirene. Da können wir aber noch froh sein, dass wir, da können wir aber froh sein, dass wir eine durchgängige Autobahn haben. Stell dir mal vor, wir hätten nur eine Auffahrt, deswegen würde ich da staunen würde. Oh Leute, da werdet ihr euch so freuen in der nächsten Staffel, wenn wir nämlich so eine haben. Hier, drohende Finanzprobleme bei mir, ganz fett. Wieso? Wenn wir dann eine Stadt haben, die nämlich nur eine Auffahrt hat, da werden wir wieder Spaß hatten. Dann werdet ihr Staus sehen. Also ich suche mir extra ein Gebiet, wo eine durchgängige Autobahn ist. Da werdet ihr wieder Staus sehen, das ist einfach eine Pracht dann. Ich kann mein Gemeindehaus upgraden, was nützt mir das? Spaß an der Freude. So, ich würde mich mal freuen, wenn jetzt so langsam nochmal mein Rockkonzert oder... Bergbaubericht, 225.000 bereinigtes Einkommen im letzten Monat läuft. So, und ich kann es kaum glauben, ich werde jetzt tatsächlich nochmal einen Kredit aufnehmen. So, was machst du? Ich habe hier keine Wahl, ich muss irgendwie bei Geld bleiben. Jetzt habe ich wieder 460.000 Simbion. Weil ich muss warten, also ich überlebe mit meinem Messegelände und in meinem Global Theater. Also ich habe nur 2,7 Millionen. Nur 2,7 Millionen. Ja. Ist schon schwach, ne? Was meckert mein Polizei hier? Das Verbrechen regiert! Und mein Müll meckert? Wiederverwertungsanlage für Plastik. Lager voll. Ach was. So? Dann haut's doch weg, den Plastik. Also ich sehe da, dass sich ein paar Leute beteiligen an der Veranstaltung. Ich habe jetzt, was labert ihr denn? Mein Plastiklager ist doch gar nicht voll. Mein Plastiklager ist halb voll. Erzähl doch nicht solche Lügen hier. Ja, anscheinend reicht ihnen das als Meckergrund. Mein Plastiklager am Recyclingzentrum ist voll, weil die Idioten nicht geschissen kriegen, den Kram rüber ins Handelsdepot zu schmeißen. Ja, wir müssen hoffen, dass das nicht der Bug ist. Aber ich kann ja eh ein paar Folgen nicht mehr stören, der Bug. Weil es gab eine Zeit lang, das sollte inzwischen gefixt sein, da bin ich mir auch noch nicht sicher, ja, den Recycling-Bug, dass wenn du in einer anderen Stadt abtransportierst, dass sich das aufhängt, das System. Dann müsstest du das abreißen, neu bauen. Also ich weiß nur, dass ich mal das Problem hatte, dass bei mir, da muss ich auch mal das Recycling-Zentrum abreißen, dass bei mir im Recycling-Zentrum nächstes Mal recycelt wurde, obwohl das Lager an mit Wertstoffen voll war. Ja genau, das sind diese bekannten Bugs dafür. So, Bauprojekt Arkologie habe ich jetzt bei mir stehen. Aber läuft noch, Samstag gerade abtransportiert. Ich habe tatsächlich das Bauprojekt Arkologie hier stehen. Wurde mir noch nicht angezeigt. Und werde jetzt Metall und Legierungen losschicken. Hättest du nicht warten können, bis du die Quest dafür hast, hättest du 1000 Simleons bekommen. Wofür? Für die Quest dann. Wenn du die Quest startest, kriegst du 1000 Simleons. Wenn du in Arkologie startest. Was nützt mir das noch 3 Folgen lang? Weiß ich nicht. So, dafür müssen wir kurz im Weltmarktlieferung verwalten. Und zwar müssen wir jetzt unser, was war es hier? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach, da hinten wird es angezeigt, Großprojekt, tatsächlich. So, ja, was brauche ich Metall dafür nochmal? Legierung Metall und Legierung. Genau. Ja, wenn du mir sagst, wie das funktioniert, dann mache ich mit. Du klickst jetzt auf das Arkologiezentrum und dann kriegst du nämlich die 3 Reiter mit roten Button angezeigt. Und dann sagst aufs Arkologiezentrum. Dann sagst du, was du liefern möchtest. Und dann gehst du in deine Stadt und sagst, dass du das intern verwalten willst und nicht mehr an den Weltmarkt ausliefern möchtest. Also ich kann das jetzt quasi da schon einstellen hier, die Lieferung, und bestellen einfach auf intern verwalten, auf dem Handelszentrum dann noch, oder wie? Genau, lokal verwalten wäre da der Trick dann. Und dann sollte es eigentlich... Ach nee, da muss ich das so drauf gehen, stimmt. An das Projekt gehen. Ja, dann stellen wir mal bei... Was war das? Legierung und Metall, gell? Genau. Nee, Legierung hast du extra, also die... Legierung und Metall, habe ich gesagt. Achso, ja, Legierung und Metall, so, ja. Das ist, ja. So, okay. Und, das heißt? Schauen wir mal, was passiert. So, TV-Geräte kann natürlich jetzt keiner gerade von uns, liefern. Also bei mir fahren gerade Legierung und Metalltransporter fahren gerade drüber. Die fahren gerade hin, wenn du nämlich auch unten bei Spezialisierung einfach nur auf den Button für Handling klickst, siehst du, wie die Fahrzeuge rüberfahren. Oh, das machen wir jetzt nochmal kurz zum Abschluss dieser Folge, weil es ist schon gleich wieder vorbei. Du hast gesagt Spezialisierung und dann wo drauf auch? Unten einfach nur auf Handling klicken. Wenn du dann bei deiner Stadt Richtung Arkologie die Kamera drehst, siehst du, wie die Fahrzeuge, die Transporter hinfahren. Bei mir tun die es noch nicht. Bei mir schon. Ich sehe nur, wie mein Rohöl-Auto gerade fährt. Also bei mir fahren sind, aber steht noch nicht da, dass was geliefert wurde. Das dauert bestimmt.
Naja, wir werden gucken, wie weit sich das jetzt noch in den letzten Folgen entwickelt. Spätestens dann mit unseren Ressourcen zusammenbrechen. Ich glaube, wegen TV-Geräte werden wir nicht über Dings drüber hinwegkommen. Wir werden die Hälfte sehen und dann ist vorbei. Also, aber auf alle Fälle in Season 2 werdet ihr ein großes Projekt sehen. Versprochen. Das ja, das versprechen wir euch. Das versprechen wir euch. Und in diesem Sinne würden wir uns hier verabschieden. Vielen Dank, dass ihr wieder beigeguckt habt. Folge 22. It's the final counter. Noch 3 Folgen, Leute. Und dann ist es vorbei. Versteht ihr? Hasta la vista. Vorbei. Es ist auch jetzt vorbei.